war's wieder ab. Die Michel am Start. Nicht vergessen, liken, kommentieren, kennen die ganzen Geschichten. Jetzt kommt ein wichtiges Video und zwar so ein kleiner Real Talk. Kam schon länger nicht sowas, aber ich finde so, sowas muss auch ein bisschen öfter kommen. Ja, so ein bisschen mehr ja, lieberer Talk. Und zwar, wir wollen heute über das Thema reden, Hunger. Ja. Das innere Feuer in sich spüren, das innere Feuer in sich spüren und für seinen eigenen Erfolg nutzen. Also, ich habe so viel drüber nachgedacht. So. Ich dachte mir so, irgendwie für das, was ich erreichen will, bin ich zu unmotiviert, habe ich ein Gefühl gehabt. Ich muss mehr noch machen. Ich muss heftiger noch werden. Ich muss krasser noch werden. Ja, dann habe ich auch wirklich realisiert, dass ich einfach hungriger werden muss. Mehr produzieren muss, mehr leisten muss, mehr schaffen muss, wenn ich wirklich mein Leben in meinen eigenen Händen haben möchte. Wenn ich wirklich mein Leben kontrollieren möchte. Wenn ich mich nicht nur vom Leben mitziehen lassen möchte, sondern wenn ich wirklich das Leben in meinen eigenen Händen haben möchte, muss ich hungriger werden. Muss ich mehr durchziehen. Muss ich mehr an mir arbeiten. Am Ende des Tages kann nur ich alleine mir helfen. Wenn ich was ändern will in dieser Welt, kann nur ich alleine mir helfen. Und das schaffe ich nur, indem ich absolut durchziehe. Und das geht auch an jeden. An jeden. Sei es in der Schule, sei es im Studium, sei es auf der Arbeit. Je nachdem, was ihr macht. Das, was ihr erreichen wollt, schafft ihr nur, wenn ihr hungrig seid. Wenn ihr bereit seid, wirklich viel von euch zu geben. Wenn nicht sogar alles. Weiter nach vorne zu gehen. Wie er den Jäger so schön sagt. Weiter nach vorne zu gehen. Auch wenn eine weitere Hülle auf euch wartet. Und das ist ein krasses Mindset. So. Beständig an sich zu arbeiten. Um dafür zu sorgen, das beste Leben überhaupt zu leben. Für sich selbst. Es ist egal, wie erfolgreich man ist. Erfolg ist natürlich sehr subjektiv. Der eine will steinreich werden. Der andere will aber nur einen netten Job haben. Jeder hat seinen eigenen Erfolg. Wenn du zum Beispiel Informatiker werden willst, dann werd Informatiker und zieh durch. Wenn du Anwalt werden willst, dann werd Anwalt und zieh durch. Wenn du Game Designer werden willst, zieh durch. Sei hungrig. Sei leidenschaftlich. Und sorg dafür wirklich, ja, irgendwie jeden Tag auch zu nutzen, dahin zu kommen. Auch wenn es nur kleine Schritte sind. Auch wenn es nur sehr kleine Schritte sind. Die Schritte müssen nicht immer groß sein. Solange man irgendwie vorankommt, ist das die richtige Entscheidung. Und auch in schweren Zeiten durchzuhasseln. Aber ich kenne das. Ich kenne das, wenn man sich denkt, so, yo, das ist gerade zu viel irgendwie. Und das gefällt mir gerade nicht. Und dann fängt man sich an, darum zu beschweren und so weiter. Aber beschweren bringt nichts. Am Ende des Tages tust du es oder tust du es nicht. Ob du dich beschwerst, juckt keiner am Ende des Tages. Nur du bist derjenige, der sein Leben kontrollieren kann, der sein Leben im Griff hat. Vor allem wie hier in Deutschland. Vor allem wie hier in Deutschland. Vor allem die Leute, die privilegiert sind, dieses Video anzuschauen. Ihr habt unendliche Möglichkeiten gefühlt. Ihr habt unendliche Möglichkeiten gefühlt. Wir leben nicht im dritten Weltland. Deswegen, vor allem hier, Alter. Hier haben wir einfach Kraft, was aus uns zu machen. Deswegen würde ich jedem raten. Na, natürlich, niemals sich selbst unter Druck zu setzen. Immer entspannt, gechillt, sich in der Welt bewegen. Sich niemals kaputt zu machen. Aber wenn man was will, so wirklich auch ja, sein Bestes zu geben, viel von sich hinein zu tun. Hungrig zu sein irgendwo. Ne? Hungrig zu sein, ja. Hunger wird immer sehr negativ betrachtet. Hunger ist immer etwas, was nicht sein soll. Aber es kommt drauf an. Hunger kann man wirklich auch als Mindset nutzen, um voranzukommen. Weiterzumachen. Solange der Magen nicht voll ist, weiterzumachen. Natürlich muss jeder selbst entscheiden, für was er bereit ist zu brennen. Was er bereit ist, alles zu geben von sich selbst. Ja, aber natürlich nicht vergessen, niemals sich selbst unter Druck setzen, ganz gemütlich bewegen in der Welt, aber niemals das Ziel vor Augen verlieren. Ja. Küsse euer Herz, Leute, der ultimativ, der Ute Michel und ja, Mann.
Ja, wir hassen jetzt durch, Alter. Wir hassen jetzt durch.